Okay, ich werde jetzt die Leuchtfackeln aufheben. Hoffentlich. Okay, das lief schon mal nicht schlecht. Okay, ich werde die Leuchtfackeln doch benutzen müssen. Okay, jetzt kommen die und das ist jetzt die gefährliche. Bis jetzt läuft es doch ganz gut. Hoffe ich. Komm schon. Au. Und jetzt der Große. Komm, der Große, der Große. Töte ihn, töte ihn. Oh, Junge, Junge, Junge. Huh. Nein, 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 nein. Oh. Was ist das? Oh, jetzt war's. Okay, es reicht jetzt. Wo haben Sie meine Frau? Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches und Schreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Ich verstehe es nicht. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn Sie sie Shit. Ich will ihm nicht folgen. Also nicht wirklich, nicht zwangsläufig. Sie werden mir das Manuskript geben, oder es wird Ihnen leid tun. Nein, kommen Sie zurück. Ich bringe Sie um, wenn Sie alles was antun. Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück. Er hatte Alice. Und er wollte das... Alice Angst vor dem Dunkeln. Bei mehr als nur einem Anlass hatte Alice versucht, mir zu erklären, wie es war, Angst vor der Dunkelheit zu haben. Für sie war die Dunkelheit nicht bloß das Fehlen von Licht, sondern etwas Greifbareres. Sie war etwas, das man anfassen und fühlen konnte. Schlimmer noch, sie besaß einen Verstand. Böswillig und heimtückisch. Für sie veränderten sich die Dinge in der Dunkelheit. Sie wurden zu etwas anderem, etwas Fremdem. Und nichts war mehr sicher oder unschuldig. Ich hatte nie verstanden, was sie meinte. Bis jetzt. Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Und wo geht's jetzt zurück? Das wäre ja schon mal schön zu wissen. Darunter? Ich glaube schon. Außer ich bin jetzt in eine Sackgasse gelaufen. Das wäre natürlich nicht so toll. Okay, der läuft da immer lang. Ich würde aber gerne noch hier irgendwie mal gucken. Das sieht so verdächtig aus. Wer macht denn sowas, wenn es nicht wichtig wäre? Verstehst du, was ich meine? Irgendwas muss es doch hier geben.
Irgendwas muss es doch hier geben. Oder ich bin gerade einen total verkehrten Weg gelaufen. Ich gehe da mal hin. Was ist das? Das sind nur irgendwelche Pillen. Das Fackelsymbol. Oh, wow. Yeah. Aber es gab kein Achievement dafür? Das ist ja traurig. Ich mache mir... Wir haben mir jetzt extra... Naja, okay, lassen wir das. Aber nun gut. So sei es. Symbol. Wir haben es endlich gefunden. Ich habe ja als erstes gedacht, dass wir schon längst daran vorbei waren. Aber wir können uns natürlich auch täuschen, ne? Ist nun mal so. Wir können nicht alles wissen. Wir spielen ja das Spiel hier nicht zum... Was zum Teufel? Ausgewählt gehabt. Ups. Okay. Oh Gott. Aber ich schaff das. Au. Alter. Was ist denn das? Das ist doch eine Falle. Okay, wir gehen erstmal weiter. Das sieht mir nicht aus wie Falle. Was ist das hier? Es durch den Wald schaffen ist unser Missionsziel. Wenn wir auf den Boden gucken und aufpassen, dann schaffen wir das auch. Oh, super, ein Kontrollpunkt. Shit, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Okay. Und wir müssen die Dings nachladen. Wie heißt es denn? Die Leuchtpistole. So. Na, dann kommt mal her, meine kleinen Miezekätzchen. Okay. Noch jemand? Ich lade mal nach. Hä? Oh. Was zum Teufel? Das frage ich mich auch gerade. Hört doch mal auf, mich zu nerven, Jungs. Shit, wir haben keine Batterie mehr. Ich mag das. Das Feeling ist schon echt nice. Aber was mich so ein bisschen nervt, ist dieser Wald jedes Mal.
Na klasse. Ich laufe in die falsche Richtung die ganze Zeit. Ich muss oben mit der Minimap arbeiten. Haben wir überhaupt eine Dings? Ich habe doch kein... Was bedeutet eigentlich die Seite im Schwierigkeitsmodus finden? Aha, wir können also nicht alle finden. Wow. Mein Gott. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr zu kämpfen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Ich möchte eigentlich einfach nur noch aus diesem Wald raus. Ho. Ich hab High Ground. Es ist irgendwie alles so puh. So anstrengend. Wir machen erstmal hier den Dings an. Oh. Wo ist er denn? Ich bin gern in der Sonne. Kann ich bitte meine Schrotflinte wieder haben? Ich möchte meine Schrotflinte wieder haben. Oh, eine Thermosflasche. Danke. Mit der Schrotflinte habe ich das Gefühl gehabt, ging alles irgendwie ein bisschen besser. Manuskriptseite, wunderbar. Wake hört eine Kettensäge. Nacht war eine Kette von Katastrophen gewesen. Ich war erschöpft und mein Körper fühlte sich an, als hätte man ihn durchgekaut. Die Taschenlampe wog schwer in meiner Hand und jede Bewegung des Abzugs schickte einen Schock durch meinen Arm. Endlich kam ich aus dem Wald und dachte, es würde besser. Da hörte ich die Kettensäge. Okay. Interessant. Ach, gucke an. Ach nee, es ist nur ein Jagdgewehr. Mit 5 Schuss. Wow. Nein. Ihr könnt mich mal ganz dezent in Ruhe lassen. Die Frage ist, kann ich mit dem Jagdgewehr jetzt mehr Schaden machen oder nicht? Hallo? Sir? Okay. Ich muss es doch fast geschafft haben. Oh. Kontrollpunkt erreicht. Ja. Endlich mal wieder. Ich renne einfach. Alter, leck mich doch. Junge, geh mir nicht auf den Sack. Ja, okay, das war wahrscheinlich ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Puh, aber hey, ne? Was muss, das muss. Das ist okay.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Haben wir jetzt die Leuchtfackel? Mhm. So. Jetzt muss ich das schnell machen. Okay. Wo seid ihr? Au. Okay. Schnell. Nein, spring doch nicht. Was ist mit dir? Du Depp, Alter. Hohohoho. Den haben wir aber jetzt mal weggefetzt. Okay. Jagdgewehrmunition nachladen. Okay. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Irgendwie. Ich stelle mich jetzt hier oben hin. Oh, eine Thermoskanne. Kommt hier jemand? Ich habe so ein komisches Gefühl. Ich habe ein Gefühl im Bauch. Das kennt meine Frau ja auch. Da sage ich doch, wie es ist. Ho, ho. Aua. Oh, mal sehen, ob ich die abschütteln kann im Licht. Huh. Ich hab's geschafft. Hoffe ich jedenfalls. Denn alles andere. Ne? Ich möchte einfach nur noch meine Frau finden und raus aus diesem Ort. Aus diesem Wald. Aus diesem alles. Mhm. Au. Okay. Auf das Mühlendach gehen. Ich mag Mühlen. Gibt's eigentlich heute noch? Was war das? Oh, nö, nicht die Scheiße schon wieder. Das hätte mir aber auch einer sagen können. Soll ich denn da jetzt hochkommen? Ich glaube, hier geht's lang. Sicher bin ich mir nicht. Ich mag tatsächlich das Feeling, weil es irgendwie was von Resident Evil hat, nur halt ohne Zombies in dem Sinne, ne? Im klassischen Sinne. Ich muss natürlich alles durchgucken und nachgucken, ne? Das ist so. Das ist so ein Mühlentrichter-Ding. Manuskript. Das Holzlager sah schlimm aus. Das Containerbüro war über die Klippe geschoben worden. Der Petey Thornton kam aufgeregt aus den Trümmern hervorgekrabbelt und atmete wegen der Anstrengung schwer. Niemand hier. Komisch. Findest du das nicht auch komisch? Mulligan schnaubte gelangweilt. Teufel, hier ist alles komisch, Thornton. Die Frage ist nur, auf welche Weise es das diesmal ist. Hm. Wie soll ich denn da weiterkommen? Ich habe hier... Ach, vielleicht muss ich da rüberspringen. Wir können es ja mal probieren. Na, nein. Au. Was ist das hier? Nee. Und wie bist du gestorben? Ich bin gesprungen. Warum?
Warum? Der ist so dumm zum Springen, Alter. Aber hier geht's nirgendwo weiter. Oder habe ich was übersehen? Oh nein, springt ja bloß nicht runter. Also hier geht's definitiv nicht weiter. Irgendwas ist doch hier verkehrt. Muss ich vielleicht hier hoch? Auch nicht. Hä? Spring doch da rüber. Alter, ich sterbe wirklich, weil ich runterfalle. Ich kann hier nicht klettern. Hier ist alles. Oh. Tschüss. Wie soll ich das denn machen? Bin echt überfragt gerade. Geht's da irgendwie weiter? Nö. Aua! Ich kann das hier aber auch nicht runterwerfen. Irgendwas stimmt doch hier nicht.